feuriger Opernabend aus der Welt der fließenden Grenzen zwischen Gott und Mensch mit Leidenschaft, Intrige und Vertreibung bis hin zum neu erschaffenen Menschenbild verspricht die Walküre im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wagner-Oper eröffnet heute Abend die 7. Ludwigshafener Festspiele im Theater im Pfalzbau. mrnnews.de war bei der Generalprobe. Nach dem Vorspiel des Rheingulls wird die Walküre von der Leidenschaft bestimmt. Die Grenzen zwischen Menschen und Götter werden fließend bis hin, dass sie nicht mehr wahrnehmbar sind. Theaterintendant und Regisseur Hans-Günter Heime war zufrieden mit der Generalprobe und verspricht eine leidenschaftliche Walküre im Pfalzbau heute Abend um 18 Uhr.